Einen schönen guten Abend an alle Anwesenden hier, an unsere Gastkuratorin, an all diejenigen, die in Facebook zuschauen oder diese Aufzeichnung sich später anschauen. Ich freue mich heute Abend sehr auf den Gastkuratorinnen-Talk mit Dr. Martina Mettner. Martina Mettner ist seit 3 Jahrzehnten, glaube ich, Expertin für Fotografie, hat mehrere Bücher über Fotografie geschrieben, hat auch Romane geschrieben und ist zurzeit im Vorstand der DGPH. Sie ist unsere diesmonatige Gastkuratorin, hat sich aus dem Portfolio der DFA-Mitglieder 10 Positionen ausgewählt, von denen heute 7 da sind und mit ihr ins ja auf sich auf das Gespräch mit ihr freuen. Damit würde ich an Frau Dr. Martina Mettner übergeben, die noch mal kurz etwas zu ihrer kuratorischen Auswahl, ihrem Hintergrund, ihrem Blickwinkel sagen kann. Und dann gehen wir die ausgewählten Arbeiten eins zu eins durch, wobei sowohl Frau Dr. Mettner als auch die Mitglieder sich jeweils eine Frage überlegt haben, die sie dann stellen möchten. Bitte schön. Frau Dr. Mettner. Ja, vielen Dank. Vielen Dank vor allen Dingen an die DFA für die Einladung, dass ich hier Gastkuratorin sein darf, so kurz vor Weihnachten. Das ist ja toll. Das freut mich sehr. Und ich habe mir Arbeiten ausgesucht aus dem, also es gibt ja die Vorgabe, man darf nur ein Bild pro Position aussuchen und es dürfen nicht mehr als 10 sein. Und ich habe mir Bilder ausgesucht, die mich besonders beeindruckt haben. In denen geht es um Leben und Tod, um Familie und Heimat, weil Fotografinnen und Fotografen, die sich solchen existenziellen Themen widmen und solchen Erfahrungen aussetzen, finde ich einen großen Respekt verdienen und ich bewundere sie dafür auch sehr. Die Balance von innerer Nähe und Distanz des Fotografierenden zu den Protagonisten oder seinem Motiv ist dabei individuell komplett unterschiedlich. Bei manchen dominiert ein eher konzeptioneller Zugang, bei anderen mehr so ein emphatischer. Diese in der eigenen Persönlichkeit begründete Art der Herangehensweise charakterisiert eben halt den ja, künstlerischen oder den Bildautor und die Bildautorin. Ich sehe immer die Kamera als Schlüssel, den Zugang öffnen kann zu verschiedenen Lebenswelten und Lebenswelten, in die man vielleicht sonst gar nicht eintauchen könnte, wenn man eben nicht die Kamera hätte. Und das ist die Art von Fotografie, die mich speziell interessiert. Und je intensiver sich Fotografinnen und Fotografen eben diesen Lebenswelten aussetzen, desto intensiver sehe ich die Bilder oder empfinde ich, dass man das in den Bildern erkennen kann oder wahrnehmen kann. Und es gibt ja zum Teil geradezu intime Einblicke auch in das Leben von anderen Personen und ich schätze das sehr an dieser Art von Fotografie und finde die Arbeiten, die ich da ausgesucht habe, ja, wirklich beeindruckend, beeinigend, geradezu Gänsehautgefühl. Und ich fände es gut, wenn wir die jetzt einfach mal nacheinander durchgehen würden. Gut, dann gebe ich mal meinen Bildschirm frei. Ich muss noch dazu sagen, dass ich bei der Auswahl, weil ich habe lange Zeit Fotozeitschriften gemacht und habe ja auch Bücher gemacht, aber dass ich so den Impuls hatte, Doppelseiten zu machen. Und das war aber natürlich nicht die Vorgabe. Das hätte ich jetzt nicht so einfach realisieren können, deswegen habe ich es nicht gemacht. Aber wenn Sie gucken, werden Sie sehen, dass es schon korrespondiert. Achso, ich kann ja gar nicht scrollen. Ja. Ich Nein, scroll, wenn alles Sie. gut, dass es Korrespondenzen gibt zwischen den jeweiligen Bildern und natürlich von vorne bis hinten auch eine durchgehende Idee hinter der ganzen Sache steht. Ich würde nur mal erstmal kurz mit dem ersten anfangen. Soll ich einmal ganz durchgehen oder Nee, einmal möchten Sie? langsam. Ich fange mal mit dem ersten an nochmal. Ganz oben. Nee, oben, oben, oben. Danke. Also das ist ja ein finde ich, großartiges Beispiel für das Thema Nähe und Distanz in der Fotografie, weil die Person ist einem ja körperlich, irgendwie kommt sie einem sehr nah, aber gleichzeitig ist sie durch dieses Fenster oder durch diese Folie oder wo immer sie durchguckt, sehr weit von einem entfernt. Und das ist ein wunderbares Symbolbild für die Fotografie, finde ich allgemein und ein unfassbar beeindruckendes Porträt. Was also total faszinierend finde ich.
Weil es ja auch nochmal diese Situation ausdrückt, die man hat, irgendwie diese Welt der Männer, die in orientalisch anmutenden Lokalen alleine sitzen, eben ohne Frauen, und dann steht eine Frau draußen und fotografiert die Männer. Und ich glaube, sie hat es ja noch mit der Großbildkamera fotografiert, also doppelt beeindruckend. Vielleicht jetzt mal dann zum nächsten. Das ist halt auch ein Bild, was ich faszinierend finde deswegen, weil das ist aber in der ganzen Serie auch so, der Fotograf eigentlich der Person auch sehr nah ist, gleichzeitig aber auch hier sowas wie eine Art Scheibe dazwischen ist, als wäre, würde er mit der Wand verschmelzen und wäre gar nicht anwesend, weil die Person so in sich versunken ist. Das sind Statisten im Theater, die wahrscheinlich sich auf ihren Text oder konzentrieren oder sich vorbereiten auf die nächste Szene. Ich habe ein Bild ausgesucht, was jetzt nicht sehr exotisch wirkt, weil ich genau diesen, also ich wollte jetzt nicht so eine Frau mit Hörnchen oder so, gab es auch, nehmen, weil ich finde gerade diese Ambivalenz ganz spannend, dass man nicht sofort weiß, was es eigentlich ist, wieso steht die da im Keller und woran denkt sie und so, das finde ich dadurch interessanter. Und da ist der Fotograf ja eigentlich körperlich nah, aber irgendwie trotzdem distanziert, und beim nächsten Bild, was wir von Wolfgang Müller sehen, ist es ja eine unglaublich intime Situation, die der Fotograf eindringt. Wolfgang Müller hat ja Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter fotografiert in China. Und natürlich hoffe ich, dass er mir gleich erklären wird, wie dieses Bild zustande kam. Ich finde es wirklich beeindruckend, weil er der Person sehr nahe kommt und sie ihn sehr nah an sich heranlässt. Und das ist ja auch was Fotografie, wenn sie was gute Fotografie eben leisten kann, dass sie das den Betrachter da mitnehmen kann in diese Situation. Und vielleicht jetzt mal das nächste, was auch, also Sie sehen, das ist auch korrespondiert quasi mit dem davor, auch eine Situation ist, in der eine Person nahezu unbekleidet und ungeschützt sitzt. Und bei der Arbeit finde ich speziell spannend, die Raumaufteilung ist toll. Ich finde Bilder einfach großartig, wo man eine Weile drin rumgucken kann und Dinge entdecken kann. In der Arbeit von Birte Kaufmann geht es ja um Blutrache. Und es ist natürlich irrsinnig, dass der jetzt vor so einem Ballerspiel sitzt und man da genau sieht, wie aus der Waffe so ein Schuss gelöst wird, was er vielleicht selber macht, ist aber auch irgendwie nicht wirklich wichtig zu wissen. Und man denkt so, der muss ja damit rechnen, dass er selbst erschossen wird. Also ich finde, das ist eine unglaublich spannungsvolle Situation, ein unglaublich faszinierendes Bild, was diese, wie ich finde, diese Serie auch sehr gut zusammenfassen kann. Also insgesamt einfach das zu komprimieren kann. Und das kann eben, das passiert eben nur, wenn man eben lange auch an solchen Sachen arbeitet. Und finde ich total spannend. Und im nächsten Bild sehen wir jetzt nochmal eine Nachtaufnahme von Manrad Schade, die ich auch sehr rätselhaft finde, weil das sieht so plastikartig aus für mich und so künstlich. Und bei der Jahreszeit hat man jetzt so ein bisschen so die Idee von Adventskalendertürchen, die sich so öffnen. Aber da ist eben diese Distanz jetzt wieder unheimlich groß. Also was bei Birte Kaufmann ganz nah ist, wo sie quasi hinter dieser Person steht und in dieser Familie auch drin ist, ist es jetzt hier irgendwie diese distanzierte Situation. Aber gleichzeitig ist ja den Personen natürlich auch sehr nah. Also das ist ja, zeigt ja deren Leben auch, was man durch diese Fenster sieht. Und das macht es, finde ich, sehr spannend. Also dieses bisschen auch voyeuristische, was Fotografie auch hat, kommt da natürlich stärker zur Geltung. Ich finde, es ist auch nochmal ein Bild, was gut mit dem letzten Bild von Herrn Bellwinkel korrespondiert, weil es da auch um diese Art von Architektur geht und diese Art von Lebenswelt. Genau. Noch eine Nachtaufnahme, bei der ich nicht weiß und es hoffentlich gleich erfahren wird. Rätselhaft, ich finde, es hat so was extrem Filmisches, finde ich ganz, ich finde Nachtaufnahmen eh toll, aber das gefällt mir so, weil man nicht so genau weiß, ist es eine Familie oder ist es ein Mann mit zwei Kindern, der da spazieren geht, wo gehen sie hin, ist das der Anfang von der Geschichte oder das Ende von der Geschichte,
Und es hat was sehr ja, Narratives und sehr, es finde ich auch sehr different von den anderen Dingen. Es wirkt auf mich jetzt eher konzeptionell zum Beispiel, aber muss ja nicht sein. Wenn wir jetzt das nächste nochmal sehen, eigentlich auch ein Familienthema. Also ich sagte ja schon, es geht um Familie, um Leben, um Tod und um Heimat. Und es kommt hier eigentlich alles zusammen. Die Familie wird ja symbolisiert durch die Wäsche, die da auf der Leine hängt. Das ist eine Arbeit über die Nachbarschaft vom Lager in Auschwitz. Und ich bin geradezu fassungslos, wenn ich das angucke, weil diese Atmosphäre, finde ich, unheimlich gut, dieses Bedrückende, dieses Ort, das da gut wiedergegeben ist und weil man einfach im Hintergrund, also wirklich im Hintergrund eben dies sieht, worum es da eigentlich geht und so in die Tiefe geht. Und das macht das, finde ich, faszinierend. Im Vordergrund ist ja eher so ein Kanaldeckel, aber im Hintergrund sieht man eben dann diese Gebäude. Und man fragt sich, wie die Leute da leben können und wie kann man da groß werden? Wie kann man da eine heitere Familiensituation sich vorstellen? Ich kann mir das nicht vorstellen. Und ich finde jetzt das nächste Bild, also mit diesem kleinen Vorgärtchen da und so, korrespondiert jetzt auch wieder damit, also mit den Tieren und der Natur und dem Leben und der Erde und dem Verwurzeltsein und ja, dem, was jetzt auch immer natürlich Naturverbundenheit, was auch ein Thema ist, fand ich, passte für mich jetzt gut irgendwie in diese Abfolge einfach rein. Was Andreas Weinert da fotografiert hat, wir sprechen da ja auch gleich nochmal drüber. Und vielleicht das nächste Bild jetzt nochmal mit der Familie. Daniel Schumann hat Familien fotografiert, die lebensbedrohlich erkrankte Kinder haben. Ich finde, das hat er auf eine ganz wunderbare Art und Weise gemacht. Ich finde dieses Bild auch ganz ja, berührend und schön und besonders. Und ich finde, da kann man gar nicht so viel zu sagen, weil das einfach so für sich wirkt, auch wie die Familie da zusammenhält und sich klammert und ganz wunderbar ist. Und das steht für mich so in dem Kontrast jetzt wieder zu dem letzten Bild, wo auch auf dem auch drei Personen zu sehen sind in der Ferne, von denen man nicht weiß, was sie da miteinander besprechen. Das könnte eine Bürosituation sein oder Makler, die sich die Sachen angucken. Es muss jetzt nichts Familiäres sein. Es ist halt eine unwirtliche Umgebung, in der die Leute sich befinden. Und ja, das hat so was Dystopisches und ich fand, das war einfach ein ganz guter Abschluss von dieser Sequenz, die ich da ausgesucht habe. Ja, das wäre die Begründung, warum jetzt diese Bilder in der Reihenfolge sind. Und natürlich habe ich Fotografen, die ich ganz toll finde, jetzt nicht da drin, weil das einfach dann nicht ging. Also weil einfach 10 Bilder ja auch die Grenze waren und weil ich einfach diese Sequenz auch in der Form haben wollte, die in sich eine Geschichte erzählt oder in sich irgendwie so eine gewisse Geschlossenheit hat. Also wir hatten jetzt schon 24 Gäste, die ihre Lieblingsfotos ausgewählt haben. Und das ist sicherlich eine Auswahl, die wirklich einen Fluss hat, ja? Wo man merkt, dass da hängt alles mit allem zusammen. Und ich fand das sehr spannend. Ja? Insofern bin ich jetzt auch auf die Einzelgespräche gespannt und auf die Fragen, die Frau Dr. Mettner an die DFA-Mitglieder hat. Ja, und da fange ich doch gleich mit einer ganz persönlichen Frage an. Das tut mir jetzt leid, aber das muss jetzt sein. Ich habe nämlich in dem Text gelesen, dass die Reifezeit des Projektes 9 Monate war. Und da frage ich mich doch, war sie wirklich schwanger? Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. Loredana. Nicht. Ja, ich war mit dem Projekt schwanger, aber nicht mit einem Kind. Das kam dann nach Beyond, nach der Serie Beyond, war ich so erschöpft, dass ich auf die Frage der Verlegerin von Hartje Kanz, die mich fragte, und was machen Sie jetzt? Und dann habe ich gesagt, ein Kind. Weil jetzt brauche ich Ruhe von der Fotografie. Und naja, es kam und es geht gerade zu Bett. Das ist also eine persönliche Antwort. Nein, ich war nicht schwanger, aber ich habe oft erlebt, dass Arbeiten eine Zeit brauchen. Ich habe angefangen mit den architektonischen Außenaufnahmen,
mit einem Herumfahren durch diese Viertel, Begutachten dieser Orte, ein Wechseln von Tag in die Nacht. Der Voyeurismus hat mich interessiert, aber auch dieses Spiel mit dem Ungezeigten, der verhüllten Fenster. Und dann habe ich mich daran abgerieben, um die 9, 10 Monate. Und erst da fiel mir ein, okay, nein, es müssen die Porträts sein, die dazukommen. Ich möchte darüber hinaus den nächsten Schritt machen und gar nicht diejenigen, die drin sind, so porträtieren, wie ich sonst porträtiert habe in den Serien davor, wie zum Beispiel in der U-Bahn direkt, und sondern tatsächlich mit nach dem gleichen Konzept, die Männer da drin und ich draußen getrennt von einer Scheibe, die sie wählen zum Schutz ihrer Intimität oder ihres Raumes und für mich zur Visualisierung von Fremdheit. Weil ich mich ja auch frage, so im Allgemeinen, kann überhaupt ein Porträt entstehen? Oder stülpe ich nicht dem Gezeigten doch immer meines? Kann ich überhaupt vordringen zu einem fremden Menschen und ihn erfassen? Das war eine Frage, die mich damals umtrieb. Und diese verschiedenen Folien, die wirklich von den Kaffeebetreibern gewählt werden, um die Intimität, sei es in Form von Vorhängen oder Klebefolien oder Riffelgläsern, die habe ich eben genutzt, um die Männer dahinter zu bitten, für mich zu posieren. Und für mich waren diese Scheiben auch Ausdruck der Sprachlosigkeit. Wir sprachen noch manchmal noch nicht mal die gleiche Sprache. Und sie innen im Laden und ich außen hat auch jegliche verbale Sprache unterbunden. Es war klar, ich klopfe an die Scheibe, dann brauche ich 5 Sekunden Auslösezeit und dann können sie sich wieder bewegen. Also ein Porträt, was auch alle Regeln des Porträts bricht. Also nachts, lange Belichtungszeit, alles eben anders. Aber sie haben es mitgemacht und das hat mich sehr berührt. Ja, finde ich toll. Boris, könnten Sie mal einmal durch die Serie durchscrollen, bitte, dass wir mal alle sehen können, noch was da für Bilder sind. Ja, gerne. Wie kam das denn zu dem, also darf ich noch eine zweite Frage stellen? Na, bitte. wie kam es denn zu dem Buchprojekt? Also war das, Sie haben ja, glaube ich, die meisten von Ihnen haben ja auch Bücher gemacht und war das schon vorher klar oder hat sich das erst danach ergeben? Nein, das hat sich tatsächlich danach ergeben. Es entstand der Kontakt zu Hartje Kanz. Hartje Kanz sah das und hat dann, es war mein erstes Buch bei Hartje Kanz, hat unheimlich Druck gemacht. Es entstanden manche Aufnahmen noch während der Arbeit am Buch. Und interessanterweise kam das Buch genau 2 Wochen nach Thilo Sarrazins Deutschland schafft sich ab heraus. Und ich musste wirklich sehr darauf achten, dass man mir nicht die Worte im Mund verdreht, dass man mir nicht, denn wenn man genau hinguckt, so sage ich doch kaum was aus über das, was wirklich darin stattfindet, sondern ich sage etwas aus über unseren Blick, also der Außenstehenden. Und was mir gefallen hat, nachdem ich in Underground sehr klare Aufnahmen von U-Bahn-Passagieren gemacht hatte, es war das Rätsel, das Ungezeigte, das, ich weiß nicht, das, da, da ist etwas, was von dem Betrachter ergänzt werden kann und was auch oft ergänzt wird. Mir hat man immer wieder gesagt, ja, der und der mit Bart, aber ich habe gar keinen Mann mit Bart fotografiert. Aber wir sehen Bärte, weil wir sie dahin denken, weil wir gewohnt sind, sie dort zu, oder meinen, sie dort zu erkennen. Und ja, also es war interessant an diesen Stellen, wo Bart hingedacht wurde. Da wurde mir deutlich, wir arbeiten mit Bildern, die in uns sind, die wir vielleicht hier drauflegen. Und das fand ich spannend. Also so was Offenes. Ich hatte ja selbst noch nie so gearbeitet. Also mich interessiert es da immer zu wühlen in etwas Neuem, was mir auch selbst Antworten gibt, die ich noch nicht kannte. Mich hat es auch deswegen super interessiert. Ich finde, Sie haben da eine ganz tolle Lösung gefunden. Ich habe in meinem Buch, was vorhin schon mal freundlicherweise gezeigt wurde, eine Serie drin von einer japanisch-amerikanischen Fotografin, die heißt Stranger. Und die hat Briefe geschrieben an Personen. Sie mögen ans Fenster zu kommen, ne? Genau. Großartig. Das ja. Kennen Sie auch, ne? Ja.
Ja, das finden Sie auch so großartig, oder? Ja, das, unglaublich, ja. Unglaublich. Es gibt gar keinen Kontakt zwischen Fotografiertem und Fotografen, nur über diesen Brief. Und wenn Sie wollen, kommen Sie um 8 Uhr abends dann an das Fenster und dann entsteht ein Porträt von außen. Ich hatte das tatsächlich in London in der Ausstellung gesehen. Mich hat das sehr berührt. Ja, ich hatte Kontakt zu ihr, weil ich sie ja in meinem Buch habe, aber ich habe die Ausstellung leider nicht gesehen. Aber ich finde, mir ist jetzt nochmal so, als ich mich vorbereitet habe, irgendwie klar geworden, also wie die beiden Serien ja eigentlich unfassbar gut in unsere Zeit passen jetzt, ja, mit Social Distancing und so, und das ist alles schon vorwegnimmt oder nochmal auf den Punkt bringt oder also auch eine Möglichkeit aufzeigt, wie eine große Intensität geschaffen werden kann, ohne dass das unmittelbare Gegenüber hergestellt wird. Ne? Also ohne, dass man sich in den Nacken atmet oder so. Das ist doch toll. Also das finde ich einfach eine schöne Ermutigung, dass man Wege finden kann, auch unter schwierigen Bedingungen zum Beispiel, was jetzt damals noch nicht so war oder eine andere Situation war, aber auch heute noch. In dem Kontext fällt mir auch die Frage ein, die ich an Sie hatte, ob Sie an sowas wie einen weiblichen Blick glauben. Sie haben ja jetzt zwei, also die Fotografin, die Sie genannt haben, war ja auch eine Frau, die sich da jetzt auf diese Art... Ich habe mich ja auch gefragt, ob diese Serie überhaupt von einem Mann gemacht hätte werden können. Also dieses Eindringen in eine männliche Welt, ob die das zugelassen haben, weil ich Frau war. Denken Sie, dass es sowas wie einen weiblichen Blick gibt? Naja, ich meine, es gibt natürlich irgendwie eine weibliche Sozialisation und damit gibt es natürlich auch eine andere Perspektive auf Realität. Das ist ja klar. Also das ist einfach, da drängt sich für mich natürlich auch immer so die Frage auf, wie angenehm oder unangenehm war denn das, da um Genehmigung zu bitten oder mit denen darüber zu sprechen, dass sie diese Aufnahmen machen wollen, weil das ist ja einfach auch eine Herausforderung, der man sich da stellen muss. Aber ich glaube tatsächlich, ich glaube gar nicht mit dem Blick, sondern ich finde, das ist eher so, dass man da vielleicht nicht so eine Scheu hat, also in so Situationen sich zu begeben, weil nicht diese hierarchische Situation oder sondern eine andere Form von, sagen wir, keine Konkurrenzsituation besteht, wie das vielleicht sonst unter Männern sein würde, wo einfach das stärker als eine Provokation empfunden wird, während wenn eine Frau das macht, sie möglicherweise insofern leichteren Zugang gewinnt, weil das nicht als Bedrohung empfunden wird. Und das glaube ich eher. Aber es hat nichts mit dem Blick zu tun, sondern glaube ich einfach mit sozialen Gegebenheiten. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich einen leichteren Zugang hatte ab dem Moment, wo ich mein Verständnis darüber ausgedrückt habe, was Entwurzelung bedeutet. Als ich sagte, ich bin selbst aus Rumänien und meine Assistentin, die ich wirklich zur Unterstützung meiner Courage brauchte, weil ich dachte allein, es war ja alles nach 22 Uhr, und da so anzuklopfen und ich wollte die Räume nicht betreten, bevor ich sie von außen fotografierte, um mir selbst dieses Mysterium, wie sieht es darin aus, zu erhalten. Und dann kam halt meistens jemand raus und diese Uhrzeit gepaart mit diesen fremden Männern, da tat es mir sehr gut, Caroline dabei zu haben. Und gleichzeitig merkte ich, dass es den Männern gut tat, dass sie ägyptische Wurzeln hatte und ich aus Rumänien kam. Es war so, es hatte etwas Verbindendes und etwas Vertrauensschaffendes. Und das ist mir als Aspekt für diese Arbeit sehr wichtig erschienen, aber erst im Nachhinein. Also. Das ist auch ein sehr spannender Aspekt, den wir sicherlich nachher vielleicht auch bei Birte oder bei Andreas und Kai besprechen können, ja, die ja auch an Orte gegangen sind, die sehr ungewöhnlich sind, auch in der Kombination. Frau Dr. Mettner, Loredana, wollen wir weitergehen zum bitte. Nächsten Bild? Der Herr Jung ist, glaube ich, nicht da. Richtig. Dann gehen wir zu Herrn Müller, oder? Matthias Jung muss heute Abend arbeiten, der fotografiert in der Oper, der entschuldigt sich. Wolfgang Müller ist, glaube ich, nicht da.
Doch, Moment. Ich bin weder stumm geschaltet, noch ist mein Video abgebrochen. Also eigentlich müsstest du mich sehen, Boris. Ja, jetzt sehe ich dich. Ja, guck mal hier. Du bist so klein, dass ich dich nicht erkannt habe. Ja, klar. Schön, danke. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie es möglich machen konnten. Weil da hätte ich habe mir auf Ihrer Webseite natürlich die Serie auch nochmal insgesamt angeguckt, weil man auf der DFA-Seite ja nur eine Auswahl findet. Und ich dachte erst, Sie hätten nur Frauen fotografiert, aber Sie haben ja Frauen und Männer porträtiert auch. Und warum ich dieses Bild, also ich fand natürlich auch die Frau im Berg der Plastiksortiergeschichte, da habe ich lange geschwankt, dieses oder jenes zu nehmen, also dieses Bild zu nehmen oder das zu nehmen, was ich jetzt genommen habe. Und ich habe mich dann für dieses entschieden, weil einfach dieses, in der Privatsphäre der Person zu sein, finde ich immer was Besonderes. Also, dass man das schafft, dass man nicht einfach nur von oben sozusagen wie bei der Sammlerin die Person fotografiert, sondern dass sie einen wirklich einlädt in die eigene Umgebung. Und das zeichnet sie dann ja auch als Fotograf aus. Und da ist meine Frage natürlich, das sind Chinesinnen. Wie kam das denn zustande? Können Sie da was darüber erzählen, wie Sie es geschafft haben, zu der Person nach Hause zu kommen? Waren Sie mit der befreundet? Hatten Sie einen Dolmetscher? Ich meine, 1000 Fragen. Ja, also ich habe ja generell über Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen fotografiert, die jetzt quasi von den armen Regionen Chinas in die Metropolen gezogen werden und dort auch Jobs suchen und Jobs finden. Für mich war eigentlich von Anfang an klar, ich würde versuchen, als eine, ich sage jetzt mal, Berufsgruppe, möglicherweise konzentriert auch auf eine Person, eine Geschichte über, ja, es ist, in China ist die Bezeichnung Hostessinnen machen können. Hostess, also sagen wir mal so, Hostessinnen sind Leute, ich glaube hauptsächlich Frauen, die Männer zum Biertrinken animieren sollen oder auch beim Biertrinken animieren sollen. Es gibt auch sexuelle Kontakte sind möglich, aber dann außerhalb des offiziellen Betriebs. Mhm. Es ist eine, jetzt generell im Land ist das tabuisiert. Nicht, dass es das nicht massenhaft gäbe, aber es gibt dann meistens, oft ist Prostitution gefasst mit Friseusin oder mit Hostessin oder mit anderen Umschreibungen. Ja, genau. Und ich habe Berufsgruppe doch relativ bis zum Schluss geschoben, weil ich selber auch überhaupt nicht wusste, wie kann ich mich da nähern. Und ich weiß noch, ich stand dann irgendwie am Schluss auf so einer großen Hauptstraße in einer großen Stadt und wir haben so kleine Zettelchen verteilt an die vielen schönen Frauen, die an uns vorbeigelaufen sind und haben drauf geschrieben, im Prinzip, Künstler suchen Prostituierte für Fotoprojekt. Keine Reaktion, aber so haben wir uns langsam vorgearbeitet in aller Naivität und haben schließlich Kontakte auch zu Hostessinnen hergestellt,
die das persönlichste Verhältnis hatte ich zu einer Hostessin, die ich am Anfang gar nicht fotografieren wollte, weil sie mir zu kindhaft aussah. Und auf das Thema jetzt auch noch Kinderprostitution hatte ich, das sollte nicht mein Thema werden, weil ich nicht den größtmöglichen Skandal gesucht habe, sondern eigentlich eher das, wenn es sowas gibt wie das alltägliche Leben. Und sie habe ich jetzt, war eher eine Randfigur, die ich kennengelernt habe und die ich dann in ein Hotel eingeladen habe, weil das auch oftmals Arbeitsräumlichkeiten sind. Und insofern hatte ich sie dann dorthin auch eingeladen. Also, und dass sich jetzt diese schöne Situation, die so offen ist oder die so, die viele Schichten hat oder die auch diese gewisse Uneindeutigkeit oder viel mehr Deutigkeit hat, das hat sich, sehr, sehr froh, dass sich das im Nachhinein ergeben hat, obwohl das jetzt insofern auch nur bedingt persönliche Kontakte waren, weil wir keine gemeinsame Sprache hatten. Und das hat das auch, die ganze Arbeit ist schwieriger geworden als andere Arbeiten, weil ich ohne anwesenden Übersetzer, Übersetzerin eigentlich wenig Zugang zu, oder nein, einen anderen Zugang zu den Personen hatte und allerdings dann keinen sprachlichen. Das kann von Vorteil sein, also das ist dann halt eine Frage der Kommunikation. Ja, vielleicht kann ich hier kurz reingrätschen, weil ich bin ja hier der Assistent und auch der Zeitmanager. Wolfgang hat einen schönen Bogen gezogen von allen Seiten ums Thema, was ich sehr spannend finde, weil man hier schon den Unterschied in den Ansätzen sieht zu Loredana. Ich bin sicher, das wird sich nachher auch noch fortsetzen. Hat es denn die Frage beantwortet, Frau Dr. Mettner? Ja, ich würde mal zum nächsten weitergehen, weil dann haben wir noch ein bisschen Flexibilität. Gut, Wolfgang, hast du dir eine Frage überlegt an Frau Dr. Mettner? Ich habe lange überlegt, mir ist keine eingefallen. Gut. Vielleicht entwickelt sich das noch und dann gehen wir jetzt einfach mal weiter. Da sind wir jetzt bei Birte Kaufmann. Genau. Was habe ich denn da? Ach so, da ist mir aufgefallen, dass Sie von sich als Unseen Visitor sprechen, aber allerdings in dem Bezug auf die Sache, die Sie in Portugal fotografieren, in der Favela. Sie sich aber körperlich Situationen aussetzen, was ja gerade die Stärke Ihrer Arbeit, also auch bei den Traveler ist es ja so, dass Sie da ganz nah Kontakt haben, auch mit denen. Und deswegen wollte ich Sie fragen, warum definieren Sie sich dann irgendwie als Unseen Visitor? Ist das noch das alte Dokumentarfotografen-Ideal, was da hervorscheint? Nein, das ist, ich baue mit den Leuten ein unglaublich intimes Verhältnis auf während der Zeit, in der ich sie fotografiere. Aber ich bin die ganze Zeit dabei, habe aber meine Kamera permanent im Anschlag. Und mir hat gerade in der Traveler-Arbeit mal eine gesagt, Birte, es ist unglaublich. Ich mache was in deinem in deinem Rücken und du siehst, was ich mache und drehst dich im richtigen Moment rum. Und deshalb ist es dieses, ich bin ganz nah dabei, aber ich bin trotzdem irgendwie, gucke ich von außen drauf. Ja, aber sie werden schon gesehen auch. Natürlich. Das ist eher so bildlich gemeint gewesen. Ja, weil das ist ja auch oft so, dass in der Fotografie viele sagen, man will, nimmt sich so weit zurück, dass man als Person nicht so erscheint. Und ich finde ja nun gerade spannend, dass sie diese Beziehung zu den Leuten herstellen. Die macht ja gerade die Intensität ihrer Arbeiten aus. Also, dass man ja merkt, dass sie so einen persönlichen Zugang haben und dass sie deswegen an Situationen ja auch teilhaben können, die normalerweise
jemand nicht. Ja, und das meinte ich mit diesem Anziehen Visitor. Also, dass ich dabei sein darf in Situationen, wo eigentlich kein Dritter dabei sein darf. Und wie kamen Sie jetzt auf die Idee mit diesem, mit der Blutrache? War das ein Auftrag eigentlich, oder? Nein, es wurde ein Auftrag auch noch mit draus. Es war aber mein persönliches Projekt. Das lag an einem Kinder-Jugendfreund von mir, der aus dem Kosovo, Albanien kam, mhm, und ich immer wieder mit den Sachen Kanun in Berührung gekommen bin und was das bedeutet. Wir waren sehr gut befreundet und irgendwann, als ich dann Fotografin wurde, habe ich gesagt, jetzt will ich das doch mal selber rausfinden und bin nach Albanien gefahren und mich hat das immer wahnsinnig interessiert, was macht es mit Menschen, unter so Extrembedingungen zu leben. Was ist es für Menschen, wie können sich Kinder, Jugendliche entwickeln? Was war Ihr Eindruck, wenn Sie das jetzt mal nochmal zusammenfassen? So? Das ist, es war unglaublich spannend. Also ich habe sie den allergrößten Hut vor der Mutter der Familie, die es geschafft hat, durch ganz viel Liebe ihre Kinder relativ normal großzuziehen und zu ganz, ganz liebenswerten Menschen zu machen. Mhm. Boris, magst du mal durch die Serie einfach nochmal kurz wissen, ja, gerne. Sieht, wenn die Leute, also dass man nochmal sieht, was da, das ist ja für alle anderen auch interessant, die an den Empfangsgeräten sitzen. Und was ist, woran sind Sie jetzt gerade? Jetzt gerade arbeite ich einerseits an der Portugal-Serie weiter. Mhm. Dann wird es eine Fortführung der Traveler-Arbeit geben. Mhm. Und dann arbeite ich an einem persönlichen Projekt, das heißt Count On in Times of Trouble. Das ist eine persönliche Krise, die ich hatte, die ich überwunden habe und wo ich jetzt die fotografisch aufarbeite. Aber sind bei Ihnen das nicht alles persönliche Projekte? Weil ich meine, natürlich. Sie finanzieren das jetzt vor, aber das kommt mir doch sehr persönlich vor, was Sie machen. Es ist alles immer sehr persönlich. Es hat immer ganz, ganz viel mit mir zu tun. Ja, genau. Es ist toll. Also ich finde, das merkt man auch und das macht auch die Qualität der Arbeiten aus, dass, es, dass Sie da so als Person gegenwärtig sind irgendwie. Vielen Dank. Ja. Birte, hast du eine Frage? Boris, du hast mich sehr überrascht. Du hast es mitgekriegt, dass ich das falsch verstanden habe, dass wir noch eine Frage bekommen, auf die wir uns vorbereiten sollen. Sag vielleicht im Abschluss. Dann habe ich leider keine gerade, ja, aber ich hoffe, es kommt noch eine. Dann, ja, ich bin sicher, da wird noch einiges zusammenkommen. Jetzt sind wir bei Mein Rat. Genau. Bei Maiwand Schade würde ich, da muss ich einfach mal fragen, was ist jetzt, was sieht er auf dem Foto, was war das für eine Situation und wo ist es überhaupt aufgenommen? Das habe ich nämlich jetzt nicht rausgefunden. Ja, genau, das ist ja aus dem Buch Unresolved. Mhm. Das ist ja ein Kapitel des meines großen Projekts Krieg ohne Krieg. Also wo es darum geht, eigentlich den Krieg nicht an der Front zu zeigen, sondern wie er sich in den Alltag einfrisst. Und da habe ich quasi 7 Monate habe ich in Israel-Palästina verbracht. Also nicht am Stück, sondern auf 7 einzelnen Reisen. Ja, und es ging halt darum, irgendwie ein Bild von diesem Konflikt zu kreieren und zu suchen. Und da habe ich gelesen, das ist ziemlich bekannt, mittlerweile auch viel fotografiert worden, da gibt es ein Wohnbauprojekt für den palästinensischen Mittelstand. Und das ist sieht von außen aus wie eigentlich wie eine israelische Siedlung. Das fand ich wie so verrückt. Und zu dieser Zeit, das war, ich weiß nicht genau, ob das 2017 war oder so, da war das noch nicht bewohnt. Doch, ich glaube, die ersten Wohnungen waren zum Teil schon bewohnt, aber das war eigentlich noch im Bau. Mittlerweile ist das, soviel ich weiß, fertig und eben wurde auch schon ein paar Mal fotografiert. Und ich habe da ganz viel fotografiert, wie von der Baustelle, die Leute, die da irgendwie Steine schichten und so weiter. Und am Schluss bin ich dann noch in den Showroom dieses Wohnprojekts gegangen. Und das ist, dieses Bild ist also ein Modell, ein 3D-Modell. Und diese,
Diese Frau, die da in der Küche ist, oder auch im Hintergrund der Mann, das ist ein kleiner Videoscreen, der einfach läuft. Siehst du, deswegen sieht das so plastikmäßig aus. Genau, genau. Toll. Ich habe extrem Freude, dass Sie dieses Bild ausgewählt haben, weil es ist eigentlich eines meiner Lieblingsbilder aus dieser Arbeit. Ja, aus verschiedenen Gründen. Also eben, weil es so etwas Irritierendes hat. Aber es hat auch schon so eine Kernaussage, die zumindest ich so sehe. Das ist wie so eben diese Ähnlichkeit, dass die palästinensische Siedlung oder palästinensische Siedlung eigentlich genau ausschaut wie eine jüdische Siedlung, also sehr ähnlich ausschaut. Das finde ich irgendwie frappierend. Und was ich auch frappierend finde, ist ja wie so, ja, dass man wie auch sagen kann, der Traum des mittelständischen Lebens ist auf beiden Seiten eigentlich genau copy-paste. So, und ja, also es ist auch Fakt, dass trotz des Konflikts diese Siedlung, diese palästinensische Siedlung bewohnt ist und viele Leute dort wohnen, und ist auch von den Palästinensern, die kein Geld haben, wird das sehr kritisiert. Und die sagen, ja, die machen mit den Israelis gemeinsame Dinge und so weiter, und weil es auch so ähnlich ausschaut, oder? Also für mich ist in diesem Bild ganz viel drin, auch von diesem Konflikt, von dieser Situation vor Ort. Mhm. Ah, und auf Ihre Frage noch, wo das ist eben im Westjordanland, also in der Westbank. Ja, okay. Und haben Sie eine Frage an mich? Habe ich, ja. Aber eine Frage, die jetzt sehr weit führt, und ich will es einfach mal, die Frage mal gestellt haben, in den Raum gestellt haben, weil sie beschäftigt mich in der letzten Zeit so ein bisschen. Eben, Sie haben ja gesagt, dass die Kamera so der Schlüssel ist, wo man reinkommt, wo man in fremde Welten eintritt. Und das ist ja auch immer so etwas, wenn ich gefragt werde, was mich an der Fotografie auch fasziniert, dann habe ich diesen Satz auch schon ein paar Mal gesagt. Und in der letzten Zeit habe ich das Gefühl, ja, wie ist denn das? Also hänge ich noch an dem oder andere auch noch? Aber wie zukunftsfähig oder ist das? Also, oder anders gesagt, kommen wir jetzt mit dem ganzen Corona, also das Reisen ist ja wie eingeschränkt. Ist auch die ganze Diskurs mit, wie kolonial ist das, wenn man in fremde Welten, in fremde Länder quasi geht, als weißer Mann und so weiter. Ja, dass ich so ein bisschen Zweifel auch zwischendurch bekomme. Also ich mich manchmal frage, ja, in 20 Jahren ist das dann immer noch, für mich ist das eine fotografische Grundtugend, die mich auch immer noch eben sehr stark fasziniert. Und wie sehen Sie das? Also wie sehen Sie diese Grundtugend in 20 Jahren? Ist die überholt oder verändert sich die einfach? Oder, ja. Naja, sagen wir so, man weiß ja nicht, was in 20 Jahren, also ich denke, da wird sich, also ich sage jetzt immer, in den nächsten 10 Jahren wird sich schon unfassbar viel verändern, und zwar mehr als in den letzten 100 Jahren. Also insofern wird es natürlich auch die Fotografie affizieren. Ich würde nur denken, klar, ich leide auch schwer, dass das Reisen nicht möglich ist. Ich finde nur tatsächlich, und das verfechte ich ja schon eigentlich immer, auch in meinen Büchern, dass man tatsächlich in seiner eigenen Umgebung genau solche Expeditionen ja auch machen kann oder solche Themen finden kann, wie wir ja auch mit dem Einstiegsthema gesehen haben, gibt es das natürlich, und die fremden Welten ja auch in der unmittelbaren Lebensumgebung, und man muss dafür nicht zwingend reisen. Die Frage ist halt nur, findet man was einen selber interessiert? Es ist halt immer einfacher, wenn man reist, weil diese Distanz- und Nähegeschichte, die ich ja eingangs ansprach, dort natürlich immer speziell deutlich wird, ne? Also wenn man irgendwo hinkommt, hat man immer so Bezüge auf irgendwas, was man so wiedererkennt oder wo man sich anklinken kann. Und man hat eben aber auch diesen Reiz des Fremden. Und das ist schon was, ein großer Impuls für Fotografie. Mhm. Für die meisten, also gerade in diesem Bereich Reportage, Dokumentarfotografie und so. Aber ich denke, da muss man einfach umdenken und sich stärker konzentrieren auf die Frage, was finde ich in meiner eigenen Umgebung interessant. Was es relativ wenig gibt, es gab es mal so eine Richtung in der britischen Fotografie, was es in der deutschen Fotografie, also oder nennen Sie mir was ich jetzt vielleicht übersehen habe, nicht so gibt, ist, dass die Peer Group fotografiert wird. Also dass man irgendwie eigentlich seine Family and Friends fotografiert oder dass man die Altersgruppe fotografiert oder so, ja. Das ist was ich hier eigentlich nicht sehe, sondern man sucht immer dann nach exotischen Plätzen oder so oder irgendwie nach brisanten Themen im Ausland und weniger nach dem Bearbeiten naheliegender persönlicher Beziehungen oder auch irgendwie Erfahrungen, die man in einem bestimmten Alter eben macht und die man vielleicht nur deswegen auch dann fotografieren kann, weil man gerade in diesem Alter ist.
beispielsweise oder in dieser sozialen Umgebung oder so. Ich meine, auch Zürich ist ja ein Ort, der sich stark verändert und wo es irgendwie große Kontraste gibt auch, ne, zwischen also diesem Innenstadtbereich und weiter außen und unterschiedliche Lebenswelten aufeinandertreffen und so. Also da gäbe es sicher ja genauso Möglichkeiten. Also ich finde die Frage von Meinrad sehr spannend, ja, inwieweit die Neugier an fremden Welten auch ein Antrieb ist für Fotografie. Und meine Frage oder meine weitergetriebene These wäre, ob diese neuen unentdeckten Welten unbedingt woanders liegen müssen. Ja, das ist wirklich auch eine Reise sein kann, die geht es nicht zur Peer Group, sondern vielleicht wirklich zu einem selber. Einer der Beispiele ist ja Roger Bellen, der in seiner Jugend sehr viel gereist ist und, glaube ich, irgendwann rausgefunden hat, was ihn interessiert und gesagt hat, ihm reicht jetzt noch ein Riss in der Wand. Ne? Er muss nicht mehr ins Flugzeug steigen. Und der arbeitet auch nur zu Hause. Der muss reisen, um auszustellen, aber der fotografiert nicht, wenn er reist. Der fotografiert immer zu Hause im Studio. Aber vielleicht kommen wir noch dazu. Ich glaube, wir haben ja sehr viele Sachen angerissen. Also beim Stichwort Peer Group fiel mir unser DFA-Kollege Goran Gneutschun ein, der das ja auf dem Alex in Berlin ausgiebig und exzellent gemacht hat, eigentlich die Leute fotografiert, mit denen er auch kulturell verbunden war, seine Generation. Oder ich habe eben im Chat geschrieben, Tobias Ziloni, das sind natürlich ein bisschen älter mittlerweile als die Leute, die er fotografiert, aber ich glaube, es ist trotzdem... Ja, das stimmt, ja. Geht in die Richtung, genau, ja. Ich habe noch einen Tipp für morgen Abend. Wir haben ja morgen Abend einen Talk, ist ein umgedrehter Portfolio-Walk mit Nachwuchs und da gibt es eine junge Fotografin, Jule Wild, die macht genau das. Ja, also schön. Man sieht dann in den Arbeiten das Lebensgefühl einer Generation und das sind dann die Partys und die privaten Zusammenkünfte in der Küche und es ist verwackelt und ich hatte sofort Flashbacks, als ich das gesehen habe. Das machen wir morgen Abend, könnte ich dann auch empfehlen. Gut, jetzt kommen wir mal zum nächsten Bild, oder? Ja, bin ich. Genau, und jetzt möchte ich es aber wissen, ne? Was? Ja, ist es inszeniert oder ist es irgendwie... Schnappschuss oder weißt du, wer die Leute sind oder nicht? Oder? Macht das denn einen Unterschied fürs Bild? Nee, fürs Bild macht das keinen Unterschied, nur für meine Neugier. Ja, also ich mische ja schon sehr lange inszeniert und nicht inszeniert und habe dann in Portfolio-Reviews immer wieder so diese Frage. Und ich habe mir früher einen Spaß gemacht und habe dann zu den Leuten gesagt, ja, pick doch mal raus, ordne doch mal zu. Und dann kommen sie alle ins Schlingern und liegen daneben. Ja, und viele sagen, ja, mach doch nur inszeniert oder mach doch nicht nur nicht inszeniert. Und am Ende können sie es eben nicht zuordnen. Und dann sage ich, ja, deshalb mische ich das. Ja, also die Auflösung hier ist, ich kenne die Leute nicht, es ist nicht inszeniert. Ja, aber die Art und Weise, wie ich arbeite, ist in beiden Bereichen eigentlich gleich vom Start. Ich fange immer mit dem Licht an. Und ich fotografiere hier in meiner nächsten Umgebung. Ich wohne ja in Mitte, Rosenthaler Platz und liebe es, wenn es draußen wärmer ist, um die Museumsinsel zu gehen. Da ist immer was los. Ich mache das jetzt seit 15 Jahren. Ich werde immer wieder neu überrascht. Da passieren Dinge, die kann ich mir nicht ausdenken. Was ich machen kann, ist, ich nehme einfach eine Situation, die als Ausschnitt, als Licht perfekt ist. Und das ist für mich die gesetzte Bühne. Und dann stehe ich da im Dunkeln und warte. Ja, also ich habe schwarze Klamotten an, ich bewege mich ganz leise, die meisten Leute sehen mich nicht und wenn sie mich plötzlich sehen, erschrecken sie. Und dann stehle ich mir die Bilder. Ja, also man sieht auch, dass die Menschen, die ich fotografiere, auf diese Art und Weise, die meisten von denen haben keine eindeutig zuordbare Identität. Das sind Archetypen, ja, wie hier der Vater, ja, so heißt auch die Arbeit. Und ich habe an diesem Abend, an dieser Situation, mehrere solche archetypischen Bilder gemacht, in ganz anderen Konstellationen mit ganz anderen Menschen. Und das ist eine meiner Produktionsweisen. Deswegen sagte ich, es sieht so filmisch aus, weil das ist einfach das Setting, die Bühne und dann kommen die Akteure da rein. Und es ist halt eine ganz andere Herangehensweise, glaube ich, wie viele meiner Kolleginnen ja, heute, die auch auf der Straße arbeiten. Da fängt man natürlich bei dem Mensch an, hat eine bestimmte Personengruppe und die begleitet man, um sie zu fotografieren. Ich fange mit dem Ort an und dem Licht und
die Menschen kommen dann und überraschen mich und sind dann archetypisch und idealerweise auch irgendwo zeitlos. Das interessiert mich auch an der Museumsinsel, dass es halt so ein Mischmasch ist aus archetypischen Kirchen, Säulen, Tempeln, Wasser. Ja, meine Frage... Das wollte ich nur gerade sagen, das hatte ich ja, ich wollte ja auch ein bisschen so ein Spektrum aufmachen und das finde ich eben auch gut. Ne? Ja. Das hat man eben diese unterschiedlichen Herangehensweisen und ja. Distanz und Nähe wieder, ne? Das Thema irgendwie hier distanzierter. Und ein anderer Dreh, glaube ich, für das Thema Street Photography. Wolfgang Zurborn hat das auch. Ne? Also, dass man sagt, was ich jetzt hier mache, ist halt nicht einen Ort und eine Menschengruppe zu dokumentieren, was die wirklich treiben, sondern wenn das verschwindet in dem Bild, wer das ist, wo das ist und dann wirklich ein zeitloses Symbol gibt für die menschliche Verfasstheit, dann bin ich zufrieden. Deswegen nenne ich die Arbeit. Das ist sehr gut gelungen, finde ich. Ja, also, deswegen nenne ich die Arbeit auch Poems, ne, um zu sagen, es ist offen, es ist keine Story über einen Ort, eine Gruppe von Menschen, sondern es ist einfach offen und muss von dir selbst ergänzt werden. Und das ist vielleicht auch schon was die Überleitung zur nächsten Arbeit, wo es halt ganz anders ist, ja, wo wir an unterschiedlichen Enden des Spektrums sind. Meine Frage für später, wenn wir hier mit Einzelpositionen durch sind, ist folgende. Sie haben ja auch gesagt, Sie waren sehr lange in der Fotografie als Expertin, sind dann so 2000 mal für ein paar Jahre raus, weil Sie das nicht mehr spannend fanden und durch die Digitalisierung hat sich so viel verändert in der Fotografie, in Fotowelt, dass Sie wieder neugierig geworden sind und wieder zurückgekommen sind. Vielleicht können Sie nachher im Anschluss hier in Ihrer Auswahl ein paar Sachen rauspicken und vielleicht kurz erwähnen, was daran jetzt vielleicht in den 80ern, 90ern nicht möglich gewesen wäre oder warum das für Sie auch ein Resultat der Digitalisierung ist. Ich meinte das in einem anderen Sinne. Also ich meinte das, weil ich vorher extrem printbezogen war, also Zeitschriften gemacht habe und also komplett print und man dann natürlich immer also die Doppelseite hat und man hat irgendwie diese, man kann es nicht verändern oder so und dass es wieder spannend wurde und eine andere Situation gab, war einfach, dass man jetzt digitale Präsentationsformen hat und ich habe dann irgendwann relativ rasch ich habe immer noch Bücher gemacht dann, aber eigentlich hat mich immer diese digitale Präsentationsform zusätzlich interessiert und ich beschäftige mich auch mit Webseiten vor allen Dingen und solchen Sachen. Also das ist eher so, das geht mehr in die Richtung. Es geht nicht darum, ob das Bild digital oder analog ist, wobei ich irgendwie immer so das Gefühl habe, wenn es Großbild ist, dann fällt es schon auf, ja, so. Es gibt eben schon so eine Intensität einfach oft mit, die man vielleicht nicht ganz so oft hat, wenn man jetzt mit einer kleineren Kamera arbeitet. Aber das hat nichts mit digital und analog zu tun. Also nichts mit Foto, mit Kameras digital und analog. Gut, Frage ist eindeutig geklärt. Ne? Gut. Vielleicht gehen wir zu Kai und Andreas und einen ganz spezifischen Ort. Wir müssen uns beeilen, oder wie, ne? Wir können gerne ein bisschen überziehen. Es soll ja auch jeder Zeit haben. Ja, also da hat, also ich finde die Serie ganz beeindruckend und alles. Und da wollte ich eigentlich als Frage aber stellen, wie es denn zu der Buchveröffentlichung kam, weil das ist jetzt ja noch nicht so ein gängiges Thema, wo Verlage normalerweise drauf springen. Und das würde mich mal interessieren, was da der Auslöser war oder was, wie hat sich das so ergeben? Hartmann Books, glaube ich, ne? Hat sich so ergeben, dass die Angelika Hartmann, die Verlegerin, so eine kleine Werkstattversion von der Arbeit mal vor einigen Jahren gesehen hat und politisch tickt. Die sagt sich, so wie ihr Mann Markus Hartmann auch, was wir hier machen, sind Medien mit einer langen Haltbarkeit. Wenn das Regal nicht in einem Haus steht, das abbrennt, dann kann man das in ein paar hundert Jahren, das Buch aus dem Regal nehmen, aufschlagen. Das ist eine präzis produzierte visuelle und vielleicht auch textliche Spur. Und diese Perspektive von Langlebigkeit ist der Grund, dass sie sagt, es gibt bestimmte Sachen, die machen wir im Programm, auch wenn es Regalblei ist. Die haben ein fantastisches Buch über den
NSU-Prozess gemacht, für das sie rauf und runter gelobt werden vom Feuilleton, aber kein Mensch kauft das. Mhm. Ja, und dazwischen gibt es dann sowas wie die Fairies, die jetzt im Dezember erscheinen. Das sind wunderschöne, elegische Blütenbilder, fantastisch poetisch, dekorativ bis zum Anschlag, aber nicht kitschig. Und das ist so eine Mischung, die die im Programm haben. Und bei Auschwitz war einfach ihre Überlegung, das hat irgendwie was mit der Verfasstheit von unserem Land zu tun. Das ist politisch irgendwie gut, sich damit zu befassen. Und deswegen wollen wir das gerne verlegen. Aber die Idee, das zu machen, kam von Ihnen und oder kam die, war das ein Auftrag ursprünglich? Grundsätzlich die Idee zu dem Projekt? Mhm. Nee, die kam von uns. Also die Frage, wie geht es einem, wenn man in einem Ort wohnt, zum Beispiel Dachau, und erzählt dann, wo man herkommt oder wo man geboren ist, die hat uns schon sehr lange beschäftigt. Und dann hat sich das irgendwann so zugespitzt, dass wir gesagt haben, wir wollen das an dem ikonischen Ort Auschwitz eben untersuchen. Ja, es ist ein klassisches freies Projekt der klassischen Dokumentarfotografie. Sie haben eigentlich selber eben in Ihrer Anmoderation schon die wesentlichen Sachen gesagt. Man fühlt sich beklommen, man denkt, wie kann das sein? Wie lebt man dort? Das sind genau die Fragen, die wir uns eben auch gestellt haben, als wir zum ersten Mal da waren. Und offensichtlich löst dieses Bild, lösen diese Bilder diese Fragen aus. Und wenn es dann gut geht, dann guckt man halt auf die nächst tiefere Ebene. Und in dem Fall ist das so, dass es hier an dem in dem Buch hinten drin einen Textteil gibt, weil diese Bilder machen tatsächlich wenig Sinn ohne den Kontext buchstäblich. Ne? Also es geht von wenigen Zeilen bis zu reportagelangen Texten, die erklären, wo wir uns da, wo sich die Kamera befindet, was man sieht und was da an Biografien stattgefunden hat und wie heute damit umgegangen wird. Und das ist eine Frage von Text- und Bildkombinationen, die wir versuchen, in diesem Medium-Buch einzulösen. Jetzt gibt es gerade eine größere Ausstellung und in dem Museum wurde darauf bestanden, da muss es Text an der Wand geben. Wir hätten eigentlich am liebsten nur Nummern gehabt, die auf das Buch verweisen, aber da sind dann ganz, ganz extrem kurze BUs, also Bildunterschriften entstanden, die wir eigens dafür gemacht haben, dass man sie im Stehen noch verarbeiten kann, ohne dass man die Füße einschlafen und so eine erste grobe Orientierung hat und die Vertiefungsebene sind Audiostationen oder ist eben, wenn es eine Videostation ist, das Buch ganz ausliegt und ein Ruheraum quasi mit einer kleinen Handbibliothek, wo man sich hinsetzen und wirklich lesen kann. Ja, das freut mich auch total für Sie, dass jetzt diese Ausstellungen da stattfinden. Das ist wirklich toll. Uns auch. Haben Sie denn eine Frage an mich? Das schon, aber die kommt jetzt irgendwie komisch aus dem Zusammenhang und ich finde sie fast langweilig oder ist so weit weg von dem, was wir hier verhandeln. Okay. Ich habe nach Ihrer Multi-Berufsperspektive in dem ganzen Fotobusiness interessiert, wie Sie die Funktion oder überhaupt die Existenz von so einem Verband wie der DFA eigentlich sehen. Was ist das für eine Art von Player in diesem ganzen Feld? Wir sind ja jetzt weit weg von diesen Erfolgscoaching-Geschichten von einem Produkt wie der LFI, die was mit Corporate Branding und so weiter zu tun hat. Also was ist das für Sie, für ein komisches Tier da, dieses DFA in der Fotolandschaft? Ich weiß nicht, ich kenne das ja, also von Anfang an. Ich war ja mal berufenes Mitglied. Ach, Sie waren mal, ja, dann müssten Sie vielleicht wieder einladen, oder? Ja. Wieso sind Sie nicht mehr drin? Aber dann fragen wir doch mal so, wieso sind Sie nicht drin? Weil ich, als ich angefangen habe, Romane zu schreiben, aus allen ausgetreten bin, weil ich musste da mal so ein Break haben und das kam, ergab sich dann so, weil ich nicht wusste, ob ich wieder in die Fotografie überhaupt zurück wollte und auch noch aus finanziellen Gründen natürlich in dem Moment. Ist doch heute der richtige Moment, um zu sagen, welcome back. Wir sehen uns auf der nächsten Tagung, oder? Ja, naja, jetzt bin ich ja schwer im Moment erstmal engagiert in der DWPH, so viel auf einmal. Ja, klar. Egal. Nee, ich finde es schon gut. Ich finde schon wichtig, dass es diese Organisation gibt. Und ich meine jetzt auch mit dem Fotorat und so, das ist schon wichtig, dass man da Flagge zeigt und dass man irgendwie die Bedeutsamkeit und die Wertigkeit von Fotografie noch stärker betont. Ich finde, da ist viel zu wenig gemacht worden in den letzten Jahren.
Insofern finde ich wichtig, dass es diese Verbände gibt schon. Und dass da auch einfach Dinge passieren, wo gezeigt wird, was da an Qualität und an Engagement auch einfach vorhanden ist. Also wenn es das nicht, stellen sich das mal vor, das gäbe es nicht, dann wäre es ja noch schwieriger, diese freien Projekte zu zeigen, darüber zu sprechen, ein Forum zu finden, also so einen Multiplikatoreffekt zu haben oder so. Also ich denke, das ist schon wichtig, auf jeden Fall. Ja, dann vielleicht noch mal zum, ich habe ein bisschen Sorge, dass sonst Herr Bellwinkel nicht mehr drankommt. Nein, nein, Wolfgang kommt auf jeden Fall dran. Vielleicht machen wir mit Andreas weiter, dann sind wir schon fast da. Herr Weinert, genau. Sie wollte ich gerne fragen. Das, ich habe gesehen, dass Sie inzwischen selber gärtnern und also dass offenbar die Arbeit an dem Projekt The Good Earth nachhaltig war, insofern, dass Sie jetzt selber Gartengrundstück bewirtschaften oder irgendwas in der Hand. Und die Frage ist halt, hat sich auch dadurch Ihre Art zu fotografieren verändert? Also war das irgendwie ein Prozess, der Ihnen das begleitet oder ist das ganz unabhängig voneinander? Naja, das Ganze ist ja ein Prozess und das Fotografieren oder die Art, wie ich mich mit der Kamera den Situationen annähere, das bedingt sich. Und ich meine, natürlich, als ich den Acker fotografiert habe, habe ich als Beobachter die Szenerie wahrgenommen. Also ich bin dorthin gefahren, habe mich dort bewegt und habe die Fotos gemacht als Beobachter. Jetzt selber beim Gärtnern, das war auch nicht geplant. Also ich meine, ganz kurz mal, Herr Boris, könnte ich dir mal die Bilder zeigen in der Zwischenzeit, während... Ja, selbstverständlich. Das wäre sehr nett, vielen Dank. Also ich muss dazu sagen, die Themen, die ich fotografiere, denke ich mir nicht aus. Die werden mir irgendwann so bewusst, dass ich merke, oh, das ist das Thema, da bist du schon lange drin. Und wie gesagt, diese Arbeit hat eine Vorgeschichte in den anderen Arbeiten, sei es von den Jugendlichen, Colossal Youth und auch von den Selbstporträts. Und wie soll ich sagen, das, was ich hier bei dem Acker erlebe, diese Bewusstwerdung dessen, was es bedeutet, auf dem Boden zu stehen und den Boden als Erde, als Lebensraum wahrzunehmen, das war mir vorher gar nicht so bewusst. Also ich dachte, als ich da anfing zu fotografieren, naja, machst ein paar Bilder von den Feldern und dann hast du das. Also, und das war natürlich eine absolute Täuschung und habe da gemerkt, wie unglaublich, wie ich sage, Wahrnehmung, sensibilisierungsintensiv dieser ganze Prozess ist, um überhaupt wahrzunehmen, was dort passiert auf dem Boden. Mhm. Und das ist jetzt, wo ich selber im Garten aus der Perspektive des Gärtners fotografiere, natürlich noch wieder anders. Weil im Grunde genommen, ich sehe so viele Motive, die ich aber gar nicht so schnell fotografieren kann, wie ich sie sehe, obwohl ich mir angewöhnt habe im Laufe der Jahre, immer spontaner, intuitiver, direkter, das auch zu machen, was ich sehe. Und das bedeutet beim Gärtner, naja, ich habe eine kleine Lumix in der Brusttasche von meinem Hemd, ich habe ein Telefon am Gürtel und ich habe die andere Kamera, habe ich auf dem Stativ. Und je nachdem, ich würde sagen, durch Erkenntnisse, durch Wahrnehmungen, schraube ich mich so sukzessive in die Emotionalität, in die Inhaltlichkeit hinein und komme zu Bildern. Und ich meine, was heißt, ich komme zu Bildern? Ich durch das Fotografieren erkenne ich, was dort passiert und ich erkenne auch die Bedeutung und auch meine Beziehung dazu. Also es sind so unglaubliche Wechselwirkungen. Das Fotografieren verändert mich, das, was ich sehe, verändert mich und ich verändere mich auch in meinem Tun und durch das Gärtnern, das selber Tun, das hat natürlich noch einen ganz intensiveren Eindruck auf meine, ich sage, auf die Entfaltung meiner Emotionalität. Also ich begreife mich ja kontinuierlich vor den Entscheidungen, lasse ich diese Pflanze leben, reiße ich die andere raus, was mache ich? Also das ist ja... Das ist also so ein emotional intimer Prozess. Und ich glaube, dass diese Erfahrung von Intimität beim
also ich sag mal so, beim Fotografieren, das schon, wo schon dieses Gefühl der Intimität in der Handlung, im Umgang mit den Pflanzen, mit der Erde, mit der Beobachtung, mit diesem Lernen, wie sich bestimmte Aspekte verhalten, lebendige Aspekte, Regen, Sonne, welchen Ort braucht eine Pflanze. Und da lerne ich, dass meine gedankliche Strukturierung, meine Vorstellung, das ist eine Sache, aber das, was das Leben in dem Beispiel des kleinen Gartens macht, es ist eben etwas ganz anderes, von dem ich Bestandteil bin. Und diese Wechselwirkung zwischen, ich sag mal, kleinem oder zwischen dem, was in den kleinsten Teilen im Garten zu sehen ist und dem, was ich als Mensch wahrnehme und in meine Sprache überführe, in meine Erkenntnis überführen kann, mittels Fotografien und dann auch natürlich auch in der Schilderung von Erlebnissen. Das ist etwas, das kann ich nicht, das ist keine bewusste Konzeption, wobei die Konzeption die ist, dass ich mich darauf einlasse, was passiert. Also ich habe immer mehr im Laufe der Jahre gelernt, mich auf das, was passiert, einzulassen, das ernst zu nehmen und im Grunde genommen dem, was passiert, zu folgen. Ja, ist schön. So geht es im Grunde genommen weiter und ja, und da deckt sich das dann. Im besten Fall deckt sich das, was passiert, mit dem, was ich wahrnehme, was ich erkenne. Und wenn es gut läuft, auch zum Bild. Und wenn es noch nicht zum Bild ist, dann wird es zu einer Absicht, die dann wieder die Wahrnehmung schärft und auch die Handlung im Garten schärft. Also, so ja, das bedingt sich einfach. Okay. Herr Weinand, möchten Sie mir noch eine Frage stellen? Oder? Ja, das ist aber eine ganz komplexe Frage. Ich hatte überlegt, wie so Ihr Verhältnis von, ich sag mal, von Ihrem soziologischen Studium unter dem Begriff der objektiven Hermeneutik, ich bezeichne das jetzt mal als Medium der, auch der Welterkundung, mit dem Medium der Fotografie, die ja auch auf eine Weise die Welt erkundet. Wie Sie das selber, diese Beziehung der beiden Medien sehen? Naja, ich habe ja meine Doktorarbeit in Soziologie geschrieben und da habe ich ausführliche Analysen von Interviews mit Fotografen gemacht und auch von den Bildern. Ja. Also dieses Explizieren von Lesarten, also was Bilder angeht, das ist natürlich eine Grundvoraussetzung für mich gewesen, überhaupt tiefer in dieses Bildmedium einzusteigen, also mehr darüber zu sehen, was bedeuten Elemente in dem Bild jeweils drin und das genauer anzugucken und zu analysieren. Und über das, ich hatte immer das Problem, dass ich mich ja nicht, oder musste mich ja irgendwie entscheiden zwischen dem Fotografieren und dem Schreiben. Und deswegen habe ich immer gesagt, ich schreibe über Fotografie. Und diese Analyse von Interviews, was ich in der objektiven Hermeneutik eben gelernt habe, wie man diese Sequenzanalyse macht, das hat eben dazu geführt, dass ich dann vor 20 Jahren angefangen habe, diese Beratungstätigkeit zu machen, weil jetzt mache ich das ad hoc in den Gesprächen. Und das war eine wichtige Voraussetzung für mich einfach, dass ich beides, also das hat sich für mich so vereint, weil deswegen, ich habe eben diese Lesarten übertragen auf die Fotografie und ja, genau. Das denke ich auch, aber das wollte ich von Ihnen schon mal so wissen. Das ist danke, das ist toll. So, letztes Bild, glaube ich, oder? Das große Rätsel, Herr Bellwinkel. Sie haben einen Katalogtitel oder bei Ihnen auf der Seite war ein Katalogtitel, das Vertraute im Fremden. Ich fand, das ist doch jetzt auch ein guter Abschluss insofern, weil das ist ja sehr was sehr Fotografisches eben, das Vertraute im Fremden. Nähe und Distanz anders formuliert. Ich sehe Sie jetzt gerade nicht, leider. Vielleicht mögen Sie mal ein bisschen erzählen, was es mit dem Bild auf sich hat. Ich glaube, da läuft gerade etwas ein klein wenig durcheinander. Das Vertraute im Fremden ist eine Ausstellung, die ich mal konzipiert habe mit 8 Fotografen. Ja, ich weiß. Das ist schon klar. Okay. Ja. Ich fand nur den Titel jetzt, weil das auf Ihrer Seite war, ob ich das nur übernommen. Ja. Es ging um eine Ausstellung, wo ich Fotografen zusammengebracht. Also ich selber habe sehr, sehr lange in Asien und bin auch nach wie vor viel in Asien, habe lange in Asien gelebt. Und hatte Fotografen zusammengebracht, die alle seit langer Zeit in Asien leben. Und
Also der Titel kam, also das Vertraute im Fremden, also dass man halt gleichzeitig fremd etwas erfährt, was fremd und vertraut ist. Also fremd natürlich, weil es eine andere Kultur ist, weil es 10.000 Kilometer weit entfernt von dem eigentlichen Heimatort liegt, und vertraut, weil man dann doch eben längere Zeit da ist. Und ich glaube, dass das einen unterscheidet von jemandem, der halt mal für 2 Monate für ein Projekt irgendwo hinfährt. Also das war damals das Vertraute im Fremden. Titel der Ausstellung. Und diese Arbeit jetzt, also ich gehöre ja zu den Leuten, die schon gerne im Ausland fotografieren, weil mich das, mich hat halt Deutschland immer ein bisschen gelangweilt, und ich bin schon mit 18 nach Indien gefahren, und es macht mich aufmerksamer, glaube ich. Und ich glaube, das ist auch meine Begründung, warum ich gerne dort fotografiere. Hinzu kommt, dass mich bestimmte Entwicklungen interessieren, die in diesen Ländern ablaufen, dass ich in meinem Leben mich viel in Ländern aufgehalten habe, die einfach nicht funktionieren, wobei sicherlich auch vieles in unserem Land oder sagen wir in Europa auch nicht richtig funktioniert. Und genau das ist es im Grunde, was ich zeige in dieser Serie. Also ich zeige einfach Missstände, ich zeige bestimmte Situationen, die mich bewegen. Und als Fotograf will ich natürlich kommunizieren und teile das andere mit. Also ich glaube, das ist so das Grundanliegen. Und es gibt eben Bilder, also hier muss man sehr genau gucken, weil das eigentliche, die eigentliche Aktion in diesen Bildern ist immer sehr, sehr klein, also immer eingebettet in ein großes Umfeld. So, jetzt habe ich gerade den Dings verloren. Ja, es geht eigentlich um zweierlei. Es geht eben um Dinge, die in der Welt passieren, wobei ich manchmal eben relativ konkret bin, manchmal, also das Vorgängerbild jetzt gerade, eher abstrakt, also wo ich einem Betrachter durchaus Raum lasse, auch hier, also nicht eine Message wirklich auf die Nase drücke, sondern einfach der Fantasie auch Raum lasse. Das ist mir wichtig. Auf der anderen Seite ist es mir aber auch wichtig, schon mal hin und wieder klar darauf hinzuweisen, um was es mir eigentlich geht. Sonst wird es irgendwie auch zu beliebig, glaube ich. Und was ich, glaube ich, noch nicht erwähnt habe, aber was ich dann auch gerne eher dann auch am Schluss mache, ist, dass diese Bilder komplett inszeniert sind. Also sie scheinen dokumentarisch, also sie haben sicherlich von der Bildauffassung etwas Dokumentarisches. Sie sind aber in dem Fall nicht dokumentarisch. Sie sind zwar in diesem visuellen Stil fotografiert, aber sie sind eben inszeniert. Das hatte ich nämlich gelesen, und deswegen habe ich es auch ausgesucht, weil ich diesen Bogen spannen wollte, ne? Auch von dem unmittelbaren Erleben zu der inszenierten Sache. Und das haben Sie auch inszeniert mit den 3 Leuten auf dem Dach. Das ist inszeniert, ja. Also es ist immer so, in den meisten Fällen habe ich ein Thema, dann suche ich den Ort und dann suche ich die Menschen, mit denen, und dann versuche ich irgendwie eine Situation zu kreieren, die diesem Thema entspricht. Es gibt natürlich auch mal Situationen, also das ist in diesem Fall gewesen, dass mich ein Ort einfach so begeistert, dass ich sage, ich muss irgendwas mit diesem Ort machen. Und das ist ein Ort, den habe ich schon mal fotografiert, also ohne Menschen, also eher als ein Architekturbild oder Urban Space. Und dann habe ich mir überlegt, was kann ich da inszenieren? Aber in den meisten Fällen ist es umgekehrt, also in den meisten Fällen ist erstmal die Idee, also das Thema da, dann suche ich den Ort und dann versuche ich eine Situation zu kreieren, suche mir Leute, mit denen ich das zusammen machen kann. Das ist eigentlich meistens die Abfolge. Wo ist das denn? Das ist in Singapur. Mhm. Also ich fotografiere in den unterschiedlichen Ländern. Mir ist es eben ganz wichtig, dass es auch nicht eindeutig immer zuordnbar ist. Also das, weil ich möchte eigentlich sehr allgemeingültige Situationen kreieren. Und ich möchte nicht sagen, das ist da und da passiert und zu der und der Zeit. Also das habe ich früher gemacht. Ich habe ja auch Kriegsfotografie gemacht. Ich habe viel Bosnien fotografiert, Kosovo später. Und da war es natürlich wirklich das konkrete Ereignis. Und die Bilder werden natürlich auch immer in dem Kontext gesehen. Bosnienkrieg vor 20 Jahren. Und das wollte ich diesmal nicht. Also ich wollte mich einfach davon lösen, von dem konkreten Ereignis, sondern eher etwas machen, was eine gewisse Allgemeingültigkeit hat. Das war so die Intention dahinter. Ja, ja, mich würde es auch nicht stören, wenn Sie sagen, das haben Sie am Rechner konstruiert oder so. Ich meine, wenn das eine Aussage hat oder wenn das irgendwie plausibel
ist oder so. Also mir ist es schon wichtig, also es geht ja dann in der zweiten Ebene sicherlich dann auch so um Fragen nach Fotografie und wie glaubhaft ist Fotografie und wie fassen wir Fotografie auf und so weiter. Mir ist es schon wichtig, dass es eben analog inszeniert ist. Das heißt, jede dieser Situationen, auch wenn sie natürlich künstlich kreiert wurden, aber sie haben stattgefunden. Und das ist der Unterschied, wenn ich könnte es am Rechner machen, aber in dem Fall sind die Situationen gleichzeitig real und inszeniert. Und das finde ich interessant. Ja. Ja, finde ich auch. Toll. Wunderbar, dann sage ich herzlichen Dank. Achso, nee, haben Sie noch eine Frage? Ich habe nicht so richtig konkret, also ich hatte mich so ein klein wenig gewundert, das wäre die Frage gewesen, aber es ist jetzt auch nicht so wichtig, weil ich mit der Serie ein bisschen rausfalle, eben weil die meisten Arbeiten ja doch irgendwie so den Anspruch des Authentischen haben. Und bei mir ist es ja gerade genau nicht. Es ist eben nicht authentisch im Sinne, ich sehe, also ich manipuliere nicht viel, obwohl natürlich in vielen Fällen auch das sogenannte Dokumentarische irgendwie manipuliert ist. Ja, ich habe es nicht so. Also das vielleicht nicht dazu sagen, aber wir greifen halt auch in der dokumentarischen Fotografie natürlich immer wieder ein in Szenen und inszenieren da auch. Zwar nicht das komplette Bild, aber Teile. Ja, ich finde irgendwie, das Entscheidende ist irgendwie, ist es plausibel, ist es wahrscheinlich oder so. Ich meine, was ist schon authentisch? Also das ist ja irgendwie, wollen wir jetzt nicht anfangen, darüber das zu diskutieren, weil das immer so, das geht immer so in die Breite, dann wird dann so beliebig. Wie gesagt, müssen wir auch gar nicht. Also ich habe, das wäre vielleicht die Frage gewesen, aber. Ja, aber ich finde irgendwie das, ich meine, diese, letztlich ist es, dass es ja, was, finde ich, alle diese Bilder auch vereint, ist, dass sie so eine Emotion, so einen emotionalen Wert haben. Also, dass man sie anguckt und dass sie so eine Emotion auslösen können. Und das gibt es ja auch nicht so oft. Also, dass man sowas zwischen Beklemmung und Mitfiebern und Mitleid oder also irgendwelche empathischen Gefühle, die man haben kann für die abgebildeten Personen. Und das ist doch eine Qualität und da frage ich doch nicht danach, also wie ist das jetzt entstanden oder so, dann könnte man ja zum Beispiel Film gar nicht gutieren, also wenn man immer sagen würde, weil Film ist immer, also wenn man jetzt Spielfilm ist ja immer konstruiert, aber trotzdem können wir ja mitfühlen und mitfiebern und tun das auch und so sehe ich das eben da auch, ja, und dass das entstehen kann, ist in der Fotografie halt häufig so, dass man einfach das miterleben muss und dass man dabei ist, also wie Bette Kaufmann oder so, ganz nah dran ist an den Sachen, um das überhaupt ausdrücken zu können, also um das rüberbringen zu können. Ne? Und das finde ich schon auch immer bewundernswert, also wenn man sich dem aussetzt als Person oder wie Meinrad Schade, der dann irgendwie in Gegenden fährt, wo es nicht so gemütlich ist und so. Also ich finde immer, diesen Antrieb zu haben, das wirklich zu machen und dann auch womöglich auf eigene Kosten zu machen, das finde ich schon immer sehr... habe ich sehr viel Respekt für und finde es sehr bewundernswert und diesen Impuls aufzunehmen und dann das wirklich durchzuziehen. Dann, und da nur mal die Frage an Sie jetzt, wie schaffen Sie es dann jetzt? Ich meine, man kann doch nicht mehr nach Asien. Was machen Sie denn da jetzt? Oder die lassen einen doch nicht mehr rein. Das ist doch schrecklich. Ja, das ist ein Doppelproblem. Also im Moment ist es eben tatsächlich nach wie vor so, dass das Reisen eingeschränkt ist und jetzt kommt auch noch der Winter hinzu. Also bei den Bildern, die ich mache, die meisten sind draußen und wenn Sie dann mit Menschen arbeiten, das kann man denen oft nicht zumuten, jetzt im Dezember bei 0 Grad irgendwie 3 Stunden in der Kälte zu stehen für ein Foto. Das mit dem Reisen ist ein Problem. Also ich stehe jetzt eigentlich kurz davor, mal wieder nach Thailand zu fahren und also in Asien auch weiter zu fotografieren. Aber nachdem die das erst alles gelockert haben und die 14-tägige Quarantäne abgeschafft wurde, habe ich jetzt Gerüchte gehört, man wolle wieder eine einwöchige Quarantäne einführen. Und das ist natürlich irgendwie tödlich. Also wer möchte eine Woche erstmal in einem Hotel verbringen, das man auch selber bezahlen muss, in dem Fall quasi in Quarantäne. Ja. Also ja, es ist schwierig, aber ich glaube, das ist ja für uns alle so. Es sei denn, man arbeitet wirklich zu Hause im Studio. Aber die meisten von uns gehen ja doch, und wenn sie auch nicht nach Asien fahren, vielleicht fahren sie nur nach Gelsenkirchen, aber auch da muss man irgendwie dann Zugang haben und ja, man muss reisen können. Dann hoffen wir doch alle mal, dass es mal im nächsten Jahr wieder besser wird, dass wir endlich mal wieder dahin fahren können, wo es uns hinzieht und ja, wo unsere Sehnsucht uns hintreibt und tolle Sachen machen können. Ja, das ist
eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort, aber ich möchte dennoch nochmal allen, die hier sind, die Gelegenheit geben, vielleicht noch eine Frage an unseren Gast zu stellen. Noch ein letzter Aufruf, damit ich hier niemanden übergehe. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich. Ja? Also ich habe bei jedem Dialog eigentlich 5 Fragen gehabt, die man hätte weitergehen können. Ja, also gerade auch der Vergleich zwischen den unterschiedlichen Herangehensweisen ist etwas, was ich sehr spannend fand. Und das ist auch etwas, was ich in der DFA mag. Ja, wir sind ja keine Schule und keine einheitliche Richtung. Es ist eigentlich eine Ansammlung von individuellen Hintergründen, Zielen, Umsetzungsweisen. Und wir treffen uns immer in diesen Talks, um diese Positionen auszutauschen. Das war auch heute für mich wieder sehr spannend. Danke an alle Kolleginnen, die da waren und Frau Dr. Mettner. Ja, und so wie ich das mitbekommen habe, möchte Andreas jetzt Frau Dr. Mettner einladen, in die DFA wieder zurückzukehren. Ich möchte nicht, ich habe schon, oder? Ja, danke. Ja, Wolfgang ist der die Liste immer führt über die eingeladenen Gäste. Ja. Also wenn Sie Interesse haben, nochmal Hallo zu sagen, anzuklopfen, Sie sind herzlich willkommen. Vielen Dank. Gut. Danke an alle und einen schönen Abend noch. Bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss.